Ein Amtstierarzt auf einem deutschen Schlachthof. Er schaut zu, als Rinder gequält werden und tut nichts. Wie zwei seiner Kollegen. Auch diese Tierärzte schreiten nicht ein, obwohl Tiere leiden. Wenn ein amtlicher Tierarzt neben einem derart gearteten Verstoß steht, dann muss er eingreifen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nachdem Stern TV 2018 über die Zustände berichtet hat, wurde der Schlachthof geschlossen. Doch jetzt wurde bekannt, das Ermittlungsverfahren gegen die Amtstierärzte vor Ort wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Wie kann das sein? Das ist die Bankrotterklärung für die staatliche Überwachung im Schlachthof. Ein Schlachthof in Tauberbischofsheim. Eine Arbeitswoche lang dokumentieren versteckte Kameras die Zustände vor Ort. Dabei entstehen auch Aufnahmen, die kaum zu ertragen sind. Sie zeigen Rinder, die mit Elektroschockern gequält werden, beim Ausbluten nicht ausreichend betäubt sind. Die Bilder hatte Soko Tierschutz Anfang des Jahres 2018 gemacht. Die Szenen, die sich in Tauberbischofsheim im Schlachthof abgespielt haben, haben sich bei mir ins Gedächtnis eingebrannt. Vor allem diese Misshandlung der Tiere mit Elektroschockern von hinten, von vorne am Gesicht, am After. Also, und dahinter halt der Tierarzt, steht wie eine Salzsäule da und macht nichts. Direkt auf dem Schlachthofgelände hatte das Veterinäramt des Main-Tauber-Kreises ein Büro. Trotzdem passierten mehrere Verstöße direkt vor Vertretern der Behörde. Hier steht ein Veterinär daneben, als ein verletztes Rind mit Elektroschocks in den Schlachthof getrieben wird. Hier schaut einer zu, wie die Rinder mit Elektroschockgeräten im Treibgang malträtiert werden. Wir zeigten die Aufnahmen Dr. Kai Braunmiller, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz. Diese massive Anwendung von Gewalt, vom Fahrzeug im Prinzip bis zur Betäubungsbucht, also das ist unter aller Kanone, das ist so auch rechtlich überhaupt nicht zulässig. Am schlimmsten ist diese Szene. Ein Schlachthofmitarbeiter sticht eine Kuh regelrecht ab. Sie war durch den Bolzenschuss nicht richtig betäubt worden. Ein Tierarzt des Veterinäramts hat das gesehen. Eigentlich hätte er sofort eine Nachbetäubung anordnen müssen, doch das tut er nicht. Wir suchen damals das Gespräch mit einem der zuständigen Tierärzte. Aber der will nicht mit uns über die Vorwürfe sprechen. Ist nicht möglich. Sie lachen, warum nicht? Nein, ist nicht möglich. Man wirft uns raus. Nach Veröffentlichung des Stern-TV-Beitrags wird der Betrieb geschlossen. Mitarbeiter des Schlachthofs wurden zu Geldstrafen verurteilt. Gegen den Betreiber wird noch ermittelt. Das Verfahren gegen die drei Tierärzte, unter deren Augen Verstöße passierten, stellte die Staatsanwaltschaft ein. Es gehören zwei zu diesem Skandal. Die einen, die die Tiere schrecklich misshandelt haben. Aber das sind halt die selber ausgebeuteten Billigarbeiter. Und die anderen, die Veterinäre, die vom Staat bezahlt werden, dass sie da eben das verhindern. Und ich war maßlos frustriert, als ich dann die Post bekam, wo ich gesehen habe, ah, Staatsanwaltschaft Mosbach. Dann steht ja eingestellt. Und da frage ich mich halt immer, was muss man denn noch dokumentieren? In der Begründung der Staatsanwaltschaft Mosbach heißt es unter anderem: Eine Rechtsgrundlage, die dem Beschuldigten ein unverzügliches Einschreiten gegen die handelnden Mitarbeiter des Schlachthofs ermöglicht hätte, fehlt. Wir wollen von der Tierschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Dr. Julia Stubenbord, wissen, wie ein Amtstierarzt handeln muss, beispielsweise wenn er wie hier sieht, dass ein E-Treiber auf solche Weise eingesetzt wird. In diesem Fall hätte er natürlich erstmal mündlich anordnen können, bitte unterlassen Sie den falschen Einsatz des E-Treibers. Und er hätte aber auch den E-Treiber selber wegnehmen können. Oder er hätte auch die Polizei rufen können, er hätte die Produktion drosseln können oder selbst stoppen können. Er kann auch eine Strafanzeige abgeben zum Beispiel. Das ist alles möglich. Also er hat eine Vielzahl an geeigneten Mitteln, um Missstände abzustellen. Aber nicht handeln ist davon keine. In einer Stellungnahme schreibt die Staatsanwaltschaft: Es war nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, dass schriftliche oder mündliche Verwaltungsakte die Verstöße in den konkreten Situationen auch beendet oder in der Zukunft verhindert hätten. Diese Unsicherheit gründet insbesondere darauf, dass der Schlachthof nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen bereits in der Vergangenheit nicht oder nur schleppend auf Anordnungen des Veterinäramtes reagiert hat.
Das bedeutet, da man im Betrieb in der Vergangenheit nicht auf den Rechtsstaat hörte, ließen die Amtstierärzte die Täter offenbar einfach gewähren. Und wenn man sich überlegt, dass ja eigentlich der amtliche Tierarzt dafür da ist, diese Verstöße abzustellen und das auch weiter zu melden an die Tierschutzbehörden oder an die Strafverfolgungsbehörden. Und wenn das nicht erfolgt, dann bricht ja eigentlich das gesamte System zusammen der amtlichen Kontrolle. Der Schlachthof produzierte unter anderem für McDonald's. Das Unternehmen stellte Strafanzeige. Die Einstellung des Verfahrens gegen die zuständigen Veterinäre vor Ort kommentierte das Unternehmen so. Wir müssen uns als Bezieher von Fleischprodukten bei der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen grundsätzlich auf behördliche Instanzen verlassen können, die tagtäglich vor Ort in den Schlachthöfen sind. Die Veterinäre des Schlachthofs arbeiten weiter. Das bestätigte uns der Main-Tauber-Kreis auf Nachfrage. Die behördlichen Mitarbeiter wurden nach der Schließung des Schlachthofs in anderen Bereichen der Kreis- oder Landesverwaltung eingesetzt. Friedrich Müllen von Soko Tierschutz hat Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens eingelegt. Doch auch diese wurde von der Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe abgewiesen. Das Videomaterial ist absolut eindeutig. Man erkennt die Leute, man erkennt die Straftaten. Wenn das nicht reicht, dann kann man es lassen. Dann kann man das ganze Tierschutzgesetz einstampfen. Aber dann soll man nicht so tun, als hätten die Tiere in diesem Staat irgendeinen Schutz.